Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizibis Interactions. So, es ist am Regnen. Es ist am Regnen, da ist ein Tempel. Das war's mit der Folge. Viel Spaß. Nein. Ich war ein bisschen aktiv. Also erstmal würde ich hier, glaube ich, ganz. Kann ich hier mehrere. Ne, komm, dann lass mich einfach mal an. Ich war ein bisschen aktiv. Ich habe nämlich hier diesen Koppelbau um ein kleines Stückchen erweitert und man hört auch schon, was da drin los ist. Und ich mache erstmal ganz schnell das leise. Windows-Sounds gehen mir natürlich auch schon auf den Sack. Ich habe hier, wie man schon sieht, eine kleine Farm für Villager gemacht. War auch eigentlich gar nicht so schwierig, die ranzuholen. Also habe ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Aber naja. So, hat sich auch schon ordentlich ausgezahlt. Ich war jetzt ein paar Tage nicht auf dem Server. Was machen wir jetzt mit den ganzen Emerald Nuggets? Also erstmal, wie funktioniert das einfach? Das ist ganz simpel. Hier sind einfach so jede Menge Whopper, die in die Iron Chests reinführen. Das heißt, wir nehmen die jetzt einfach mal raus. Und haben Emeralds. Und das mache ich jetzt so oft es geht. Denn wir werden einiges an Emeralds verwenden. So, jetzt stellt sich nur die Frage, warum bin ich denn so scharf auf Emeralds, wenn wir die gar nicht wirklich verwenden können? Also, Traden ist ja disabled. Hallo? Ah, da hat ein bisschen geleckt. Das ist eine ziemlich gute Frage, die sich auch ganz leicht beantworten lässt. Wie machen das denn Emeralds Werkzeugen? Ja, komm, machen wir nochmal so. Und so. Und dann müssten wir einiges an Emeralds jetzt haben hier, weil das lasse ich jetzt einfach mal wieder aufstocken. Denn wir wollen auf jeden Fall jetzt gucken. Wir haben jetzt hier schon so einiges an Pflanzen gefunden, an Blumen. Und wollen dann auch mal gucken, dass wir da die Erze von finden. Dazu lesen wir jetzt einmal diesen Text durch. Wie ich schon in der letzten Folge erklärt habe, diese Blumen weisen auf Erze hin, auf Erzadern. So, deswegen möchte ich einfach mal hier mal ganz kurz nochmal verstanden. Nächstes Thema. Dadurch, dass das ein ganzes Gregtech-Modpack ist, gibt es jetzt nicht hier dieses stinknormale Iron Ore. Es gibt Gregtech-Ores. Was ist jetzt der Unterschied zu Gregtech-Ores? Das ist ganz einfach. Gregtech-Erze haben kein Mining-Level. Das heißt, ich kann Diamant rein theoretisch gesehen mit der Flint-Pickaxe abbauen. So, ich nehme mich jetzt aber. Da bin ich zu 100% richtig. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz genau sicher. Ich meine, der einzige Block, den man nicht mit. Den man erstmal mit einem speziellen Tool abbauen kann, ist Obsidian. Aber soll uns jetzt gar nicht kümmern. Denn wenn wir uns jetzt mal hier Emerald anschauen. Nehmen wir einfach mal hier die Emerald Pickaxe. Hat 360. Fast 370 Durability. Relativ schnell. Können wir uns relativ leicht machen. Dann machen wir uns auch schon davon mal zwei Stück, würde ich sagen. Geht nicht. Ja. Denn jetzt kommt der spaßige Teil. Willkommen bei Gregtech. Wir brauchen den Emerald Pickaxe Set und dafür brauchen wir eine Feile. So. Eine Feile. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Für eine Feile brauchen wir eine Feile. So. Jetzt beginnt der richtig spaßige Teil. Wir könnten es mit Eisen erstmal machen und einem Stick. Jetzt muss ich aber selber nochmal durchschauen, ob es irgendwie noch anders ging. Ne, das war genau der Trick erstmal. Man muss erstmal hier mit zwei Eisenbarren machen. So, das heißt, was ich aber glaube ich schon mal machen kann, ist ein Emerald Hammer. Genau. Davon mache ich mir schon mal zwei Stück. Wir hatten auf jeden Fall irgendwo eine Iron Rain. Und ich mache jetzt doch alles mal ganz kurz aus.
Das ist, glaube ich, besser für uns gerade. Das wollen wir anlassen. Hey, den auch aus. So, Ion war sogar recht in der Nähe. Da laden wir jetzt mal gerade hin. So, das. Hallo. Wie ihr merkt, wir sind jetzt schon relativ nah an der Eisenader. Und quasi sind, könnten wir schon drin sein. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Und wieso wissen wir das nicht? Weil die halt irgendwo in diesem Bereich ist. So, hier haben wir wieder Garlic Mustard. Das weist auf Iron hin. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück zum Portal. Da teleportiere ich mich jetzt einfach mal frecherweise hin. Weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, hier so die Folge ein bisschen zu vergeuden. Was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Und zwar. Hallo? Wir. Okay. Ich glaube, ich habe Zuckerrohrenmaß. Ich bin mir nicht sicher. Ja, scheiße, gut. So. Ach du heilige Scheiße. So. Ne, wir brauchen nämlich noch etwas. Und zwar, wenn wir ins Questbuch reinschauen, wir brauchen den Scanner. Wie bauen wir den Scanner? Erstmal richtig schreiben wäre nicht schlecht. Der Scanner wird gebaut aus einer, zwei Goldplatten, einer Netherquarzplatte, Iron Bars, zwei Iron Plates und Redstone. Und davon haben wir genau gar nichts. Deswegen machen wir jetzt einen anderen Weg. Wir haben einen Scanner. So, dafür kriegen wir einmal Enderpearl das. Den tue ich mal hier rein. So, wir können jetzt noch andere Module machen. Müssten wir eigentlich auch machen. Also die haben auch eben EMC, aber wir haben kein EMC mehr. Das ist ein bisschen blöd gerade. Das ist jetzt halt echt ein bisschen blöd. Kann ich da. Ne, das kann ich nie und nimmer ausquetschen. Nee, das kannst du vergessen. Scheiße. Leaves oder so habe ich auch nicht mehr, ne? Zuckerrohr hat jetzt auch keins. Scheiße, wie kriege ich das gerade eben C ran? Wir machen das anders. Ah ne, ich muss das jetzt machen, Mann. Ich schnapp mir jetzt einfach mal gerade hier die. Flint Shears, drüben haben wir Bäume. Rasiere ich die mal gerade ganz kurz was ab. Mit etwas Glück sollte das dann schon reichen. Was? Dieses Pack hat Crack Tag? Ja. Die ersten Zombies, genau das, was ich. Wieso ist es hier so dunkel? So. Damit sollten wir jetzt auf jeden Fall hinkommen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das wäre ja auch aus dem EMC rausgelaufen. Ich hatte nämlich vor kurzem nochmal. Boah, der Portalgeräusch ist auch so scheiße laut, ne? So, ich hoffe, dass das jetzt leiser ist. Nee, ich hatte vor kurzem nochmal ein Modpack gezockt, wo du EMC en masse kriegst. Oh, naja. So. Wir müssen jetzt diese Module machen. Dafür brauchen wir einmal Low Covalence Dust.
sollte jetzt nicht das Thema sein. Das ist nämlich das wichtigste Modul. Das Rare Ores. Dann hätten wir noch das Block. Da braucht man einen Block auf Polyethylen. Das kann man eindeutig vergessen. Und das Venture-Modul, da braucht man in der Padlock, das kann man auch gerade vergessen. Aber jetzt haben wir das Wichtigste. Normalerweise braucht dieser Scanner eine bestimmte Anzahl an RF. Hier nicht. Der scannt uns jetzt einmal hier so kurz die Gegend ab und sagt, würde uns dann so Erze kurz anzeigen. Schau mal, da ist irgendwas. So. Moment, habe ich schon wieder. Nee, ich habe noch. Dadurch, dass wir in der letzten Folge das Cohosh hier gefunden haben, dass wir natürlich wieder die Cohosh hier vor der letzten Stunde gefallen haben. Ich habe keine Ahnung, was ich da gelabert habe. Was ich sagen wollte. Wir haben in der letzten Folge dieses Cohosh hier gefunden. Oder Chohosh, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Damit können wir Regenerationstränke machen. Ihr seht schon, ich bin wieder im gelben Bereich von den Herzen. Die werden ein guter Freund werden. So. Ich warte jetzt einmal gerade ganz kurz, bis wieder Tag ist. Aber nicht mit euch, das werde ich mal kurz offscreen machen. Denn ich möchte heute auf jeden Fall noch die ersten Erze ranholen, damit wir die ersten Werkzeuge machen können. Also, bis gleich. So, das sieht doch dann schon mal wieder besser aus. So. Alter, habe ich mich erschrocken. Farm Confident Impact ist in Impact. Das heißt, es gibt Pechs. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Ja. Und wir sehen schon das erste Negative an diesem Pack. Ein Zombie hat mich geschlagen. Ich habe den Hunger-Debuff. Das ist. Ja. Wunderschön, nicht wahr? Aber naja, könnte Schlimmeres werden. Wird es ja leider auch. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir eben waren. Schön bei den Garlic Mustards. Was wir jetzt machen werden: nochmal scannen. Und da haben wir schon etwas. Das heißt, ich grabe mich jetzt einmal. Hier runter. Ja, das kann einen Moment dauern. Tun wir hier mal hier ein paar Kerzen hin. Das Schöne ist, durch diese ganze Aktion kriegst du so viel EMC teilweise ran. Durch die ganzen Cobblestones. Aber ich will da wirklich gucken, dass ich später eine schöne MC-Farm kriege über Obsidian oder so. So. Ah, wir haben hier noch ein kleines Stückchen. Jetzt in die Richtung. Und jetzt gleich beginnt der ganz wunderbare Teil. Das erste Farmen von Interactions. Jeder, der gerne meinen geht, sollte sie dieses Pack auf jeden Fall installieren. Denn hier kriegst du ordentlich Material. Hier haben wir Tin. Gar nicht mal. Wieso habe ich. Hä? Bist du gerade ganz doof? Ich meine, gut, jetzt habe ich schon mal einen Gang zu Tin, aber wollte ich halt noch nicht. Ja gut, wir haben schon mal die Tin-Welt gefunden. Das war natürlich alles geplant. Ja, stimmt, gerade ich mache das ja Zinn, Eisen und ist ja da unten. Ups. So, dann nochmal hier. Hier haben wir noch nichts. Hallo, Iron, wo bist du? Okay, das passiert auch schon mal gerne.
Wir haben hier diese Ghost of Sheet, das ist auf jeden Fall Iron. Ne? Ghost of Sheet ist Iron. Das heißt, man gräbt sich jetzt einfach mal hier kurz ein Stück runter, weil die Range nicht ganz so runter geht. Das kann sein, dass die Erzader dann auch weiter unten ist. Machen wir einfach mal ein gutes Stück, so 10, 15 Blöcke mal. Das ist jetzt wieder Fell à la Dosch. So, einmal zack. Aha, da ganz unten. Das heißt einmal runtergraben und dann beginnt das fröhliche Erze meinen. So, man hat jetzt gerade eben auch schon einmal kurz gesehen, was passiert, wenn man Erze mit dem Hammer abbaut. Man kriegt diese Crushed-Variante davon. Kann negativ sein, kann aber auch sehr positiv sein, finde ich. Denn. Oder würde ich das schon jetzt sagen? Ich sag mal so, ganz am Anfang ist das mit dem Hammer abbauen relativ nice, weil du schon früh eine Chance hast auf Erzverdoppelung, aber. Aha. Och ne, jetzt haben wir das. Den Mist hier. Wir haben nämlich jetzt hier Bandit Iron Ore, Yellow Limonite, Brown Limonite und irgendwo zwischen durch haben wir Lava. Haben wir jetzt hier eine Höhle oder was? Okay. So, wir haben ja noch eine Spitzhacke dabei, das heißt, ich kann hier die Erze schön stinknormal abbauen. Und wir kriegen jetzt für jedes Erz ein Task Complete. So, was brauchen wir denn noch? Die Quest ist noch nicht komplett abgeschlossen. Wir brauchen noch Nickel und Malachit. Was bringen uns jetzt diese Erze hier? Brown Limonite ist nichts anderes als Iron. Yellow Limonite ist nichts anderes als Iron. Bandit Iron Ore ist nichts anderes als, jetzt gedacht, Iron. Und Malachit und Nickel sind, glaube ich, beides Nickel. So. Da haben wir schon noch Malachit. Ja, das passiert jetzt auch häufiger, dass man zwei Tasks auf einmal mit einem Erz abschließt, denn. Manche Erze gibt es auch in anderen Erzadern. So. Das Lustige an dem Pack ist, es gibt keine Quarries. Also meines Wissens nicht. Man muss jetzt also wirklich über diese Erzadern gehen. Das ist aber überhaupt gar kein Thema für dich. Du kannst sie später so angenehm abfarmen. Denn. Wir haben hier die Flachsbohrer von Thermal Innovation drin. Und der Resident kann einfach mal schnell. Hallo. 5x5 abbauen. Und da man hier teilweise auch die Werkzeuge enchanten kann, geht das fit. So, man sieht es auch schon gerade, wird jetzt hier. Hammerbau finde ich eine Schlucht. Ach, das ist doch jetzt alles doof. Was ich einfach nur sagen wollte, man sieht jetzt hier, wenn ich jetzt so dieses Yellow Limonade abbaue, wir haben jetzt gerade 14 davon. 21. Das Problem ist jetzt, das könnte ich jetzt noch einmal klein machen und dann schmelzen. Ich würde zwei Nuggets rauskriegen. Das heißt, ich werde jetzt offscreen erstmal eine Menge farmen dürfen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach. Ich glaube, ich kann schon die Folge beenden. Ja, ich werde jetzt aufs einiges an Erzen farmen. Machen wir gerade hier die Tür zu, noch mal zu. Tschüss, die Damen. Nee, aufs werde ich hier noch einige Erze zusammenfahren, dass wir eine gute Basis erstmal haben. So eine Vorbereitung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.